Eine schnelle herbstliche Geburtstagskarte basteln. Das machen wir jetzt heute zusammen. Hallo, ich bin Tanja Hausmann von der Krele aus Essen. Und ja, wir brauchen für diese Karte Stanzteile. Und dann brauchen wir natürlich Fotokarton in Weiß und in Braun. Und dann brauchen wir natürlich noch eine Doppelkarte in Beige. Als erstes nehme ich den Fotokarton in Braun, der auch in 9x13 zugeschnitten ist vorher. Den nehme ich jetzt und mache da einmal so ein Passepartout draus. Dann nehme ich als nächstes Stempelfarbe in Gold Metallic und stempel mir dann einen Abendhimmel bzw. so einen Sternenhimmel auf. Das mache ich auf meinen weißen Fotokarton. Die Maße von diesem weißen Karton ist 10 x 14 cm. Als nächstes nehme ich einen Fotokartonrest in Weiß und stempel mir meinen Geburtstagsgruß auf. Den schneide ich jetzt mit einer Zackenschere einmal aus. Heute habe ich einmal diese Zackenschere ausgewählt. Und als nächstes nehme ich die Stempelfarbe und brasche das Ganze am Rand etwas an. Jetzt nehme ich einmal Klebeband mit Schaum. Das ist so ein 3D-Schaumklebeband. Und ja, da kriege ich mich so ein bisschen Dimension in die Karte. Dann sieht das Ganze aus wie so eine aufgebaute Landschaft. Das klebe ich jetzt einmal auf meinen weißen Fotokarton. Die ausgestanzten Bäume klebe ich jetzt einmal in dieses Passepartout-Loch rein. Und als nächstes klebe ich das Ganze auf meine Doppelkarte. Das mache ich auch wieder mit doppelseitigem Kleberoller. Und jetzt dekoriere ich die Karte ein bisschen. Einmal natürlich mit dem Geburtstagsgruß. Den klebe ich irgendwo hin, wo es mir am besten gefällt. Ich mache natürlich die Karte so ähnlich wie meine Musterkarte, aber natürlich ein kleines bisschen anders. Das seht ihr schon. Die Hexe klebe ich andersrum auf. Die Bäume sind näher beieinander. Also es sind so Kleinigkeiten, die ich immer abändere und einfach mal ein bisschen ausprobiere und experimentiere. Jetzt klebe ich die verschiedenen Blätter auf, dann nehme ich mir eine Pinzette zu Hilfe. Das geht mal ein bisschen leichter. Und da klebe ich das Ganze auch wieder mit meinem Flüssigkleber auf. Da ich diese Karte natürlich auch wieder etwas mehr anders machen möchte als die Musterkarte, das kennt der eine oder andere vielleicht sogar schon von mir, werde ich jetzt bei dieser Karte noch ein bisschen mit goldfarbenen Pailletten dekorieren. Die klebe ich dann auch einfach ein bisschen versetzt am Rand hin. Und schon habe ich meine herbstlichen Geburtstagskarten fertig. Ich weiß nicht, welche euch wieder besser gefällt. Mir gefallen sie beide. Und ich sage Tschüss, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Eure Tanja bastelt euch glücklich.